Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Freunde, ich war ja vor 3, 4 Monaten schon mal hier im gleichen Saal. Manche einen habe ich auch schon erkannt. Und da habe ich ja gelernt, dass man hier die Leute begrüßt mit Moin. Moin. Was ein bisschen überraschend für mich ist. Und ich also trotzdem aber gerne meine zweite Grußformel hinterher schicke. Wie man ja ein bisschen merkt, bin ich ja Schwabe, lebe zwar seit 28 Jahren in Nordrhein-Westfalen in der Diaspora. Und deshalb möchte ich Sie mit Grüß Gott begrüßen, weil das einfach eine schöne Grußformel ist, wie ich finde. So bin ich aufgewachsen und so begrüße ich auch überall die Leute. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich wirklich ganz arg, dass wir hier zusammengekommen sind und dass es auch so richtig schön voll ist. Und ich freue mich auch, dass ich sozusagen die Rede nach dem Herrn Hampel machen darf, weil der Herr Hampel hat sehr viele schöne einzelne Beispiele gebracht für Verwüstungen, für Gründe, warum bei uns unser System morsch erscheint, alt erscheint, nicht mehr wettbewerbsfähig erscheint, sich untergeordnet erscheint unter einer globalistischen Struktur. Und das hat Gründe, meine Damen und Herren. Und ich gehe ein bisschen vielleicht auf das Tiefgründigere des Politischen. Und dann passt das ja auch richtig schön zusammen, finde ich. Und den Abschluss wird dann der Herr Elsässer machen. Meine Damen und Herren, es reicht nicht zu skandieren und zu rufen, Merkel muss weg. Klar muss die weg. Klar. Aber das reicht nicht. Es reicht auch nicht zu sagen, Schulz darf da nie drankommen. Über Schulz brauchen wir gar nicht reden. Es reicht auch nicht zu sagen, es reicht auch nicht zu sagen, der Euro ist ein missglücktes Währungsexperiment. Klar, haben wir schon seit 4 Jahren, das war ja ursprünglich auch der Gründungsgedanke, Wahlalternative 2013, da war ich Landesbeauftragter und im Sprecherrat, das war eine Vereinigung, die sich um diese Rettungsschirme, die widerrechtlich eingerichtet wurden, um den Euro zu retten, was absehbar war, dass nach diesem Währungsexperiment die Verträge gebrochen werden müssen. Und dann sind wir zusammengekommen in Hannover, hier ganz in der Nähe, bei der letzten Niedersachsenwahl. Da waren wir 70 Leute aus allen Teilen der Bundesrepublik. Und da kackte dann der Lucke ziemlich ab. Ja, das kann man so sagen. Die hatten mit den Freien Wählern zusammen 1,1 oder so. Und dann haben wir gesagt, während dieses Wahlabends, und da war ich einer der Protagonisten, wir müssen eine neue Partei gründen. Aber wir dürfen nicht nur dieses Währungsexperiment sozusagen brandmarken politisch, sondern wir müssen die Vielzahl der Verwüstungen in den politischen Feldern thematisieren. Und dann haben wir uns getroffen am 6.2. in Oberursel. 16, 17 Leute und dann haben wir es gegründet. Ich hatte das Vergnügen, auch den Namen machen zu dürfen und das Logo. Alternativen für Deutschland. Alternativen für Deutschland. Glauben Sie, dass das einfach war? Für Deutschland, um Himmels Willen. Da gab es bei den Gründungsversammlungen, bei den 16, 17 Leuten, nee, da kann ich nicht mitmachen. Das positioniert doch viel zu stark im politischen Raum. Für Deutschland. Das ist ein Wahnsinn. Dann haben wir noch ein bisschen was anderes gemacht. Wir haben dann aber zu dritt wirklich massiv eine Woche lang drauf eingewirkt und haben es dann doch geschafft, dass die ursprüngliche Idee Alternative für Deutschland dann auch doch wirklich nochmal sich durchsetzen konnte. Und meine Damen und Herren, eine politische Partei und eine politische Aussage, die sich im Namen natürlich spiegelt, das muss positionieren. Alternative für Deutschland. Wir sind doch die einzige Partei, die für Deutschland, für die Interessen Deutschlands, für die Interessen der deutschen Bürger sozusagen oder der hier lebenden Staatsbürger eine... da kommen wir gleich noch drauf. da kommen wir gleich noch drauf. Das muss positionieren. Diejenigen, die diese starke Positionierung und diese Besetzung dieser politischen Felder nicht so gerne mitgemacht haben, da war ein Essener Ereignis und dann sind die nicht mehr dabei, weil sie eben diese politischen Felder, die Vielzahl der politischen Felder, so nicht bespielen wollten, wie es einfach erforderlich ist. Es reicht also nicht nur zu sagen, das missglückte Währungsexperiment, es reicht auch nicht zu sagen, der ganze Gender-Scheiß muss weg, sondern
Wir müssen ein bisschen in das Tiefgründige gehen des Politischen. Warum ist das eigentlich so hier in Deutschland so verhunzt? Warum hat sich das so entwickelt? Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt komme ich zur dritten Grußformel. Ich hätte Sie ja auch begrüßen können, liebe schon länger hier Lebenden. Merken Sie was? Zuerst habe ich mich wahnsinnig aufgeregt, als ich das zum ersten Mal hörte und las. Und dann habe ich herzlich laut rausgelacht und gesagt, mein Gott, wie blöd ist die eigentlich? Weil in ihrer mangelnden Intellektualität hat sie nämlich gar nicht gemerkt, dass sie etwas preisgibt und etwas offenbart. Nämlich, diese Sprachverhunzung zeigt ganz eindeutig und beispielhaft, worum es geht. Es ist die Distanzierung der politisch Hochmögenden, des Politadels von uns, dem gemeinen Volk. Wir sind nicht mehr der Souverän, der eigentlich in einer Demokratie der Rechteinhaber ist, sondern wir sind eigentlich Geführte, länger hier Lebende, neben den schon gerade kurz Gekommenen. Es ist also die Distanzierung des Politadels von uns und den Interessen der eigenen Bürger und den Interessen des Souveräns. Und das sieht man auch, wenn sie zum Beispiel auf Staatsbesuch geht. Jetzt war sie in Ägypten, vorher war sie in der Türkei. Eine deutsche Fahne finden sie da nicht mehr. Obwohl das eine Form und eine Forderung Staatsetikette sozusagen ist, und zwar schon seit Jahrhunderten. Das hat etwas zu bedeuten, meine Damen und Herren. Rationale Politik im Interesse seiner Bürger, der Bürger, wird eigentlich nicht mehr gemacht und die Politik hat diese rationalen Interessen nicht mehr im Blick. Rationale Entscheidungen in der Politik heißt nämlich, wir müssen Vorteile und Nachteile einer politischen Entscheidung abwägen, aber immer unter dem Horizont und dem Blickwinkel, wie wirkt es für die werteschaffenden Milieus, für die werteschaffenden Bürger. Wie bitte? Ja, doch was erleben wir hier in Deutschland? Die Politik überbietet sich unentwegt im Irrationalen. Es ist überhaupt nichts Rationales mehr in der Politik. Und das Irrationale wird noch verbrämt mit einem Hang zur Moralisierung und zur Hypermoralisierung. Sie sagt uns beispielsweise, Ich spreche nicht von rechtmäßigen Asylgesuchen, die es gibt. Keiner im Saal wird sein, der sagt, nein, Asyl wollen wir nicht haben für Menschen, die asylberechtigt und Asylschutz benötigen. Aber für unrechtmäßig Asylsuchenden, die nennen wir eigentlich einfach nicht Flüchtlinge, sondern das ist Zuwanderung, die nicht Flüchtlinge sind. Aber die Politik sagt zu uns, diese Hunderttausende oder Millionen müssen wir aus Barmherzigkeitsgründen akzeptieren, widerrechtlich. Müssen wir das? Aus Barmherzigkeitsgründen? Was ist denn Barmherzigkeit im politischen Raum? So etwas gibt es gar nicht. Es gibt nur Rationalität und Irrationalität in der Politik. Es gibt Interessen und es gibt keine Interessen. Die Politik sagt also zu uns, die Zuwanderung müssen wir aus Barmherzigkeitsgründen akzeptieren, auch wenn diese Zuwanderung klar rechtswidrig ist. Rechtswidrig und wenn sie eigentlich einen Einbruch in unsere Gesellschaft und in unsere Sozialsysteme bedeuten. Denn das ist die wirtschaftliche Folge aus dieser millionenfachen Zuwanderung. Wir haben den Spruch des Nobelpreisträgers, ich komme jetzt nicht auf den Namen, Nationalökonom, der sagt, ein Staat kann ein Sozialsystem haben. Ich komme nicht auf den Namen. Was? Friedman, natürlich, klar. Ein Staat kann ein Sozialsystem haben, Punkt. Ein Staat kann offene Grenzen haben, Punkt. Aber ein Staat kann niemals ein Sozialsystem haben und offene Grenzen, weil der Staat innerhalb kürzester Zeit die Finanzierung nicht mehr leisten kann, weil eben zu wenig Werteschaffenden dadurch hereinkommen und dann die Sozialsysteme wegen finanzieller Unmöglichkeit der Finanzierung zusammenbrechen werden.
Die Politik sagt uns nicht nur, dass wir barmherzig sein sollen in diesem Punkt, sie sagt uns auch, das sind Geschenke. Frau Göring-Eckardt, daran merken Sie die Tumpheit einer solche Politiker entscheiden über politische Maßnahmen und Projekte, die im Grunde keine Intellektualität in der Grundlage haben, um solche Entscheidungen wirklich zu treffen. Ja, sie sagen uns, die Politiker, diese Zuwanderer sind wertvoller als Gold. Gold steht ganz gut eigentlich momentan. Und wenn dann die Bürger das nicht so richtig glauben, und wir glauben sie alle nicht so richtig, dass die wertvoller als Gold sind oder Geschenke sind, dann sagt man uns, hauptsächlich unsere Staatsnanny, unsere liebe Angela, dass diese hierhergekommenen doch dazu da sind, dass sie uns zukünftig unsere Renten bezahlen werden. Das heißt, es wird auf die eine Tumpheit, die vergrößerte Tumpheit, noch obendrauf gesetzt. Diese Zuwanderer, anerkannt werden 1,8%. Diese Zuwanderer werden über Jahre, Jahrzehnte hier sein. Und sie werden im Durchschnitt mit 1.300, 1.400 Euro finanziert werden pro Monat. Sie können im Grunde hier nicht arbeitend tätig werden, um dann in die Rente einzuzahlen. Wenn wir nur die Hälfte dieses Geldes, was wir hier ausgeben pro Monat, in Familienpolitik investieren würden, 600 Euro, 20 Jahre lang, für jedes Kind, was ab einem bestimmten Stichtag geboren wird. Was glauben Sie, was in den Ehebetten in Deutschland los wäre? Wir reden hier über das Thema Zuwanderung. Das ist ja nur eins der Themen, aber es bezeichnet im Grunde schon ganz genau. Und vor allen Dingen, dieses Thema ist ein extremer Akzelerationsfaktor, ein Beschleunigungsfaktor für die Verwüstung unseres Landes. Es sind eine Aneinanderreihung von Rechtsbrüchen. Und da ich mal katholischer Priester werden sollte in meinen ganz jungen Jahren, habe ich mich auch viel mit Theologie und mit Kirchenlehrern beschäftigt. Und da gibt es den Kirchenlehrer, den heiligen Augustinus. Und der sagt, nimm das Recht weg, was ist dann der Staat noch etwas anderes als eine große Räuberbande? Und genau das ist es, meine Damen und Herren. Das Recht ist weg, das Recht ist weg. Und ich sage Ihnen, in unserem Staat, wer in ein Haus einbricht, den trifft die volle Strenge des Gesetzes. Also wenn Sie beim Nachbarn einbrechen und dort was klauen wollen, die volle Strenge des Rechts. Wer aber in einen Staat einbricht, der kann mit der vollen Fürsorge und Versorgung unseres Staates und unserer Sozialindustrie rechnen und da passt was nicht zusammen. Und jetzt kommt nochmal, und dann bin ich auch fertig mit meinen Kirchenlehrer-Zitaten, aber ich mag das einfach gerne. Der heilige Thomas von Aquin sagt, Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist Grausamkeit. Das stimmt. Die Gerechtigkeit muss auch das Element der Barmherzigkeit haben. Aber Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit, also nur Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit, ist die Auflösung aller Ordnung. Und genau das ist es. Und das hat er. Und das hat dieser Mann schon im 14. Jahrhundert gesagt. Das muss man mal sich vorstellen, welche geistige Tiefgänge letztlich dahinter schon stehen. Im Grunde ist es, wer die Ängste und Befürchtungen der Menschen ignoriert oder gar als Fremdenfeindlichkeit diffamiert, denn das passiert ja allerorten, der bekämpft als Regierung nicht den Extremismus, sondern, wie er vorgibt, sondern er gezüchtet geradezu diesen Extremismus, wenn man behauptet, dass das Fremdenfeindlichkeit wäre. Es ist nicht Fremdenfeindlichkeit, es ist einfach die rationale Impetus in politische Entscheidungen. Und wir als Alternative für Deutschland, wir thematisieren es unentwegt und müssen uns deshalb beschimpfen lassen als fremdenfeindlich, was wir nicht sind. In Wirklichkeit ist das, was hier passiert, meine Damen und Herren, nichts anderes als eine humanitär kaschierte Selbstzerstörung unserer Kultur.
Ich will mal ganz kurz drei extreme und essentielle Fehlentscheidungen unserer Kaiserin Angela benennen, die ja nicht entscheidet oder die auch nicht verkündet. Sie dekretiert Entscheidungen. Im September 2015 hat sie gesagt, Syrien, die Grenzen sind offen, alles sind Syrer. Ein Dekret, das ist eine präfeudalistische oder postfeudalistische oder vielleicht feudalistische Entscheidung. Sie sagt, diese Entscheidungen, die unter dieser Ägide gefallen sind, belasten uns und unsere Gesellschaft auf Jahrzehnte hinaus, also weitere Generationen, bis zum Zusammenbruch. Das erste ist die versuchte Rettung des Eurosystems. Ich sage bewusst versuchte Rettung. Das wird nicht gelingen. Aber was gelingt, ist, dass diese ganzen Haftungsvolumina und diese ganzen Probleme, die das bis dato schon gemacht hat, die versuchte Rettung des Eurosystems bereits heute ungefähr 1 Billion Volumen Euro für uns an Belastung ausmacht. Ohne Tage 2. For nothing eigentlich. Nur für die Aufrechterhaltung des politischen Status quo. Das zweite, die Energiewende, wo die mittelständische Industrie sehr stark darunter leidet und immer weiter und noch stärker darunter leiden wird, aber nicht nur die mittelständische Industrie, sondern auch die Bürger schlechthin, wo einfach die Bürger zur Kasse gebeten werden mit dieser Energiewende, um Anleger, die irgendwelche Anlageobjekte im Bereich der erneuerbaren, Anführungszeichen, gibt es ja gar nicht, erneuerbaren Energie finanzieren, mit hohen Renditen sozusagen sicherzustellen. Diese Energiewende können wir hochrechnen auf ein Volumen von 1 Billion Euro. Das ist schon die 2. Billion, meine Damen und Herren. For nothing. Und das drittens ist die illegale Zuwanderung. Diese Zuwanderungsgeschenke, die ungefähr auch schon hochrechnungstechnisch Status heute hier 1 Billion ungefähr verursachen werden. For nothing, meine Damen und Herren. Das sind schon 3 Billionen. Wir haben eine explizite Verschuldung in Deutschland von 2,5 Billionen, das ist schon Staatsschulden. Wenn wir die explizite Verschuldung mit der impliziten Verschuldung addieren, implizite Verschuldung sind Pensionszusagen, andere Zusagen, also noch nicht gebuchte Forderungen bzw. Zahlungen, wenn wir also implizite und explizite Verschuldung zusammenrechnen, dann kommen wir auf 8 Billionen. 8 Billionen plus diese 3 Billionen, von denen wir gerade geredet haben, sind wir bei 11 Billionen, meine Damen und Herren. Und jetzt wird spannend. Die gesamten Privatvermögen in Deutschland belaufen sich auf eine Größenordnung der Haushalte auf, inklusive Immobilienvermögen, auf 15 Billionen Euro. Da ist ja noch ein bisschen Luft. 11 Billionen heute schon plus 15 Billionen Privatvermögen noch. Da ist noch ein bisschen Luft. Und die Luft lassen die raus, das schwöre ich Ihnen. Was könnte man den Eindruck gewinnen, dass alles, aber auch wirklich alles, was in diesem Land in der Politik entschieden wird, nur noch unter einem Aspekt entschieden wird, nämlich die Zielsetzung, die Zerstörung Deutschlands. Die Zerstörung der nationalen Identität. Die Zerstörung des Eigenen, denn die Identität und das, was Identität ausmacht, Gemeinschaft, Raum, Territorium und Traditionen, das nennt man sozusagen in der Kulturphilosophie das Eigene, das Proprium eines Staates, das Proprium einer Gesellschaft, und das soll zerstört werden. Nicht so sehr, weil man das Fremde so sehr liebt, sondern weil man das Eigene so sehr hasst. Das ist schlimm, meine Damen und Herren. Und Ihren Ausdruck findet es bei Demonstrationen. Wir haben es ja da oben vorher auch schon gesehen. Das war natürlich moderat. Ich habe es schon deutlich anders gesehen. Aber solche Plakate, wenn Deutschland verrecke draufsteht, Deutschland, du mieses Stück Scheiße, We love Volkstod. Das sagen unsere rot-grün-linksextremen Jungidealisten, ist nett gesagt, gell? Jungidealisten, in so herrlich erfrischend
ehrlicher Sprache. Da sagen die, Deutschland verrecke. Was sagt aber unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem Kirchentag 2009? Sie sagt, wer die neue Weltordnung haben will, kommt nicht umhin, Teile seiner Souveränität aufzugeben. Meine Damen und Herren, das ist genau das Gleiche. Das ist genau das Gleiche. Die einen sagen es, weil sie eine anationale, also aufgelöste nationale Gesellschaft, die möglichst die neue Gesellschaft sozialistischer Prägung sein soll, das sagen die Linksextremen. Und unsere Frau Merkel sagt, wer die neue Weltordnung haben will, muss Souveränitätsrechte abgeben, weil sie meint nämlich, sie befürwortet dadurch eine neue internationalistisch, globalistisch organisierte Gesellschaft. Die Einreihung Deutschlands in ein Gemengelage an Menschen, an Nationen, die gar keine nationalen Identitäten mehr haben, und die Europäische Union ist ein solches Konstrukt zur Zerstörung der nationalen Identitäten, mit Menschen drin, die konsumieren, gleich ähnlich sind überall. Dadurch erhöhen sich die Produktionsmengen für die internationalen Großkonzerne, dadurch erhöhen sich die Profitraten, meine Damen und Herren, wenn es keine Vorlieben mehr gibt, zum Beispiel in Frankreich ein anderes Essen wie in Deutschland, wie in der Schweiz, wie in Österreich, wie auch immer. Diese beiden Modelle der Linksextremen und der globalistischen Kanzlerin Angela Merkel, das sind sehr ähnliche Modelle mit ähnlichen Zielsetzungen, nämlich immer einhergehend mit einer Refeudalisierung der oberen wirtschaftlichen und politischen Pseudo-Eliten. Die bestimmen nämlich dann alles. Oben das maßgebende Establishment, bestehend aus den Politadligen, der internationalen Finanzindustrie, der Großkonzerne und dort mit verbunden die After-Organisationen dieses Establishments, die After-Organisationen, die Kirchen, und das sage ich als praktizierender Katholik, die Kirchen, die Gewerkschaften, die NGOs, die Medien und die Unternehmen der Sozialindustrie, die haben sich irgendwie zu einer Beutegemeinschaft zusammengeschlossen und sie wollen das Establishment bilden, und unten ist das beherrschte Volk. Diese Bürger sind nicht mehr der Souverän in der Demokratie, sondern sie sind allenfalls noch Systemsklaven, meine Damen und Herren. Unterworfene Bürger, die keine Herrschaftsrechte mehr haben sollen, sondern nur noch Funktionspflichten. Und dagegen muss man aufbegehren. Und dagegen begehrt die Alternative für Deutschland als Sammlungsbewegung gegen diese Entwicklung, gegen diese Prozesse auf. Diese Verwüstungen in unserer Demokratie, in unserer Gesellschaft sind ausnahmslos Folge einer seit Jahrzehnten währenden linksideologischen Indoktrination in unserer Gesellschaft. Diese Indoktrination hat sich mittlerweile in alle Ritzen als gesellschaftliches Gift in die Hauskonstruktion unserer Gesellschaft hineingefressen. Es ist der Hass auf das eigene und nicht die Liebe zum Fremden. Und merkwürdigerweise, die strukturell meines Dafürhaltens immer noch vorhandene freiheitlich-konservative Mehrheit in unserem Land hat es jahrzehntelang geschehen lassen, zugeschaut und nicht reagiert. Das ist bemerkenswert, meine Damen und Herren. Aber wenn man sich mit politischer Philosophie und Geschichtsphilosophie beschäftigt, dann weiß man auch, so außergewöhnlich ist das nicht. Schon Helmut Kohl hat Anfang der 80er gesagt und davon gesprochen, dass wir dringend eine notwendige geistig-moralische Wende benötigen. Gemacht hat er nichts. Auch Franz Josef Strauß hat 76 schon davon geredet, dass man die roten possierlichen Nagetiere doch besser in ihre unterirdischen Behausungen treiben sollte. Er hat es anders gesagt und ich werde es nicht sagen,
weil die Political Correctness-Knute damals, 76, noch nicht so zuchtvoll sozusagen eingesetzt wurde und omnipräsent war wie heute. Wir lassen es also zu, meine Damen und Herren, dass sich hier in unserem Land das Chaos, die Barbarei und die Dysfunktionalität einer dritten Welt entwickeln wird. Das ist hart ausgedrückt, aber das wird passieren. Nur, weil wir es seit Jahrzehnten nicht schaffen, der links-rot-grün-schwarz-sozialistischen Dekonstruktion unseres Gemeinwesens, man könnte ja auch Versiffung sagen, Herr zu werden. Ich habe Versiffung bei der Kandidaturrede jetzt letztes Wochenende gesagt. Das wurde überall in allen Medien total nominiert. Versiffung unserer Demokratie, hat er gesagt. Was ist das für ein Rechtsaußen? Naja. Machen wir uns nichts vor, meine Damen und Herren. Das Paradoxon der Demokratie besteht darin, dass man mit Hilfe der demokratischen Entscheidungen die Demokratie abschaffen oder schwer schädigen können. Auch 33, die Machtergreifung, war eine demokratische Entscheidung. Das kann hier, weil wir ja immer sagen, wir haben aus unserer Vergangenheit gelernt. Wir haben nicht daraus gelernt, weil wir lassen im Grunde die Verwüstungen und die Dekonstruktion der bürgerlichen Gesellschaft mittlerweile fast ähnlich genauso zu wie seinerzeit in der Weimarer Republik. Wir Konservativen haben es jahrelang zugelassen, dass seit 40 Jahren, fast 40 Jahren, nur noch dezidiert linke Professoren in sozialwissenschaftlichen Professuren gelangen. Es gibt nur linke Professuren in Sozialwissenschaften. Deshalb sind aus den Sozialwissenschaften als akademische Lehrstühle Geschwätzwissenschaften geworden. Da wird nichts mehr erforscht im eigentlichen Sinne. Wir haben in Deutschland 320 Gender-Lehrstühle. Das muss als allererstes unsere Aufgabe sein, dass wir die Finanzierung dieser Lehrinstitute streichen. Wir brauchen keine Frühsexualisierung, meine Damen und Herren, und wir brauchen keine akademische Begründung, warum die Frühsexualisierung notwendig ist. Bereits Freud, Sigmund Freud, hat in seinem Buch Sexus beschrieben, dass die Schamschwelle eines Kindes, wenn man die verletzt, die Erziehungsfähigkeit des Kindes unmöglich wird. Wenn ich aber in den Kindergärten mit 3 Jahren oder 4 Jahren denen schon genau 500 verschiedene Stellungen inklusive Analverkehr beibringe, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn sie ihre Schamschwelle verlieren und die erzieherischen Einflüsse der Eltern immer reduzierter werden. Warum will man denn die erzieherischen Einflüsse der Eltern auf die Kinder reduzieren? Weil sie dann umso leichter eine Beute eben dieser Genderveränderer werden können. Verstehen Sie? Wir haben es zugelassen, dass diese linken sozialistischen Professoren ihre Katheder zu Agitationszentren ihrer kulturmarxistischen Ideologie, die nichts anderes im Sinne hat, als die Abschaffung der christlichen, abendländischen, aufgeklärten Gesellschaft zu ermöglichen. Die Pfarrer haben wir zugelassen, dass sie ihre Kanzeln zum Marktplatz ihrer politischen Vorfeldarbeit für Linksextreme, für linkssozialistische Parteien werden. Die Verkündung der frohen Botschaft ist kein Thema mehr. Wir haben zugelassen, dass sie Richter wurden und zunehmend Opfer zu Tätern umgedeutet werden und Täter zu Opfern gemacht werden. Diese Richter machen Recht zu Unrecht und Unrecht zu Recht.
Sie sind Schauspieler geworden, sie sind Regisseure geworden, sie sind Medienleute geworden, egal was, immer mit dem Impetus der Zerstörung einer freiheitlich-demokratischen, bürgerlichen, funktionierenden, gemeinwohl-, gemeinsinnorientierten bürgerlichen Gesellschaft. Schwarz, Rot, Gold sind die Farben unseres Landes, meine Damen und Herren. Und Schwarz, Rot, Grün sind die Farben derjenigen, die es zerstören werden. Ich bin gleich dran. Wir sind, meine Damen und Herren, die Alternative für Deutschland. Und wir sind als Alternative für Deutschland die bürgerlich-konservative und freiheitliche Avantgarde, die den durch die Institutionen marschierten 68er und ihren Schülern endgültig die Zügel aus der Hand reißen muss. Wenn wir überhaupt noch etwas von Wert retten wollen, wir müssen die freiheitlich und patriotisch denkenden Konservativen einigen. Das ist schwer. Die Konservativen ist eine merkwürdige Spezies. Einerseits sieht sie sich als wertvollen Bestandteil der Gesellschaft. Das sind sie auch. Der Konservative will nicht auffallen. Der Konservative will so sein wie sein Nachbar. Er ist kein Revoluzer. Er ist auch ein bisschen bequemlichkeitsverblödet. Kurz, er ist nach der klassischen Philosophie ein Bourgeois. Und dieser Bourgeois lässt es zu, dass er am Nasenring von einer konservativen Position, ohne es wahrzunehmen, immer weiter nach links gezogen wird und dem man ihm immer noch vorhält, es ist eine konservative Position, aber es ist schon längst eine linkssozialistische Position. Und das merkt er nicht. Und das müssen wir ihm verdeutlichen. Und das kann man verdeutlichen, indem man über Beispiele redet. Und das kann man verdeutlichen, indem man ihn auch ertüchtigt, indem man ihm auch ein bisschen zumutet, mal ein bisschen abstraktere Themen, so wie wir das gerade besprechen, aufzunehmen, zu rezipieren und anschließend in politische Tätigkeit umzusetzen. Mit anderen Worten, wir müssen den Bourgeois, der gerne bequem ist, zu einem gemeinwohlinteressierten Citoyen ertüchtigen, dem das Gemeinwohl am Herzen liegt und der sozusagen auch an die nächsten Generationen und deren Lebensbedingungen sozusagen denkt und entsprechend handelt. Und dann sind alle anderen, die wir jetzt seit 10, 20, 30, 40, 50 Jahren ertragen müssen, reif, um in die Wüste geschickt zu werden, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, wir haben, und das habe ich auch bei der Gründung des Landesverbands Nordrhein-Westfalen gesagt, habe ich tierisch Prügel bezogen, macht aber nichts. Wir haben systemgenetisch eine rechte Partei zu sein. Wir müssen das sein, schon aus Gründen der demokratischen Balance, meine Damen und Herren. Wenn alle anderen Parteien, inklusive der CDU, alle anderen Parteien links sind, und einem sozialistischen Zeitgeist huldigen, dann müssen wir dezidiert eine rechte Partei sein. Natürlich innerhalb des Verfassungsbogens. Und ich glaube, meine Damen und Herren, es gibt keine andere Partei in Deutschland mehr, der die Aufrechterhaltung unseres Grundgesetzes, der die Aufrechterhaltung der demokratischen, freiheitlichen Demokratie, also der Grundordnung, Entschuldigung, so am Herzen liegt wie uns. Wir bezeichnen doch unentwegt die Rechtsbrüche etc. etc. Wir werden den zeitgeistigen linken Kollektivismus und den dogmatischen Egalitarismus der Sozialisten in die Schranken weisen. Denn Recht sein bedeutet, meine Damen und Herren, und das sind Zuschreibungen, die ich bitte wirklich ein bisschen auch zu verinnerlichen. Recht sein bedeutet Eigenverantwortlichkeit, Wettbewerbsfähigkeit, Leistungsbereitschaft, Freiheitlichkeit, Selbstbestimmung und Persönlichkeit des Individuums. Alles im Grunde christliche Grundforderungen,
die abgeleitet sind aus dem Christentum. Ich mache hier keine Missionsveranstaltung. Mir ist es egal, ob jemand christlich eingestellt ist. Nur er muss anerkennen, dass das die Grundlagen unserer Zivilisation, unserer europäischen Zivilisation sind. Und nicht das, was momentan droht, Grundlage unserer Gesellschaft zu werden. Recht steht für das eigene, meine Damen und Herren, und gegen das aufgezwungene Fremde. Links hingegen bedeutet, meine Damen und Herren, Unterordnung unter das Kollektiv, Staatsallmacht, zentralistische Führung, Entmündigung des Einzelnen, Relativierung des Rechts, die Auflösung der Bindung der politischen Macht an das Recht, eine der Grundprinzipien der abendländischen Kultur, die Verwirrung der Gewaltenteilung, Judikative, Exekutive, Legislative, alles ist nicht mehr so richtig zugeordnet, wer hat welche Autoritäten und wer steht über den anderen Autoritäten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme jetzt zum Schluss, das Jahr 2017 wird ein sehr schicksalsträchtiges Jahr, sowohl für unsere Gesellschaft, für Deutschland, als auch für die anderen Länder in Europa und innerhalb der EU. Und ich bin ganz sicher, meine Damen und Herren, wir werden weit erfolgreicher sein, als dass unsere politischen Gegner momentan, vielleicht sogar auch wir selbst, erwarten. Ich bin ganz sicher. Ja, klar. Aber wir müssen auch beispielsweise auch als Lehrer aus dem Sieg von Trump uns vergegenwärtigen. Wer als eine rechte Partei Wahlen gewinnen will, der muss zuspitzen. Der muss polarisieren. Der darf sich nicht unterwerfen. Er muss das moralisch fragwürdige Establishment glaubwürdig angreifen. Es darf uns nicht um einen Platz am Katzentisch des Leviathans gehen, sondern um dessen Höllensturz, meine Damen und Herren. Ich ende meine Vorträge immer versöhnlich, weil sonst ist es ja ein bisschen böse, ne? Immer versöhnlich, und zwar immer mit einem Zitat meines schwäbischen Landsmanns, der in Tübingen gelebt hat und auch gestorben ist. Ich wohnte daneben dran, Tübingen, Friedrich Hölderlin. Und der hat einen sehr schönen Roman geschrieben, Hyperion. Und da sagt er, wo Gefahr ist, da wächst das Rettende auch. Und das Rettende, meine Damen und Herren, sind Freiheit und Patriotismus. Und das ist die Essenz der Alternative für Deutschland. Dankeschön, meine Damen und Herren.